Drei Wissenschaftler gegen einen Parasiten. Adrian Neyer hatte die Idee. Hans-Peter Beck und Wolfgang Mayer betreuen das Projekt. Noch ist es Grundlagenforschung. Heraus kommt vielleicht ein Mittel gegen Malaria. Wieso Malaria? Ich meine, da ist die Forschung noch nicht so breit oder die Industrie hat nicht so Interesse dran. Und darum denke ich, dass es auch gut ist, an der Universität solche Dinge zu testen. Er wollte das machen und er kam dann bei mir vorbei und brachte diese Idee. Und dann dachte ich eigentlich, das ist wirklich clever und wir müssen das probieren und wir sollten das probieren. Wir haben eine Hoffnung, dass das gelingen wird, aber wir können es nicht zu 100% vorhersagen. Im Schweizer Tropeninstitut in Basel findet ein Teil des Forschungsprojektes statt. Hier nehmen die Wissenschaftler Überträger und Erreger der Malaria ins Visier. Das Mückenlabor ist in warmes Licht getaucht. Die Luftfeuchtigkeit erinnert an die Tropen. Hans-Peter Beck beschäftigt sich schon seit langem mit den zweiflügeligen Plagegeistern. Diese Art überträgt den Erreger einer lebensgefährlichen Form der Malaria, Plasmodium falciparum. Der einzellige Parasit, der unter dem Mikroskop wie ein blauer Kringel aussieht, befällt die sogenannten Erythrozyten, die roten Blutkörperchen des Menschen. Der Parasit hat jetzt Mechanismen entwickelt, mit denen er an den Kapillarwänden festkleben kann. Und wenn wir dieses verhindern können, könnten wir die Krankheitssymptome verhindern. Und wenn wir verhindern könnten, dass der Parasit in die Erythrozyte eindringen würde, dann könnten wir verhindern, dass er sich vermehren kann. Ich dachte einfach, ja, wir können doch versuchen, mit unseren Nanostrukturen, die wir bauen, mit Nanotechnologie, mit Polymerchemie, warum versuchen wir die nicht irgendwie anzuwenden? Gedacht, getan. Am Institut für Chemie der Uni Basel arbeitet Adrian Neyer seit 4 Jahren daran, den Parasiten in die Irre zu führen. Dafür vermischt er sogenannte Polymere, also Kunststoffe. Die Zutaten an sich sind einfach, das richtige Ergebnis zu erzielen dagegen schwierig. Denn im Kolben sollen daraus von selbst künstliche Bläschen entstehen. Winzig klein, für das Auge nicht sichtbar. Die Idee, die künstlichen Bläschen sollen an der Oberfläche den menschlichen Blutkörperchen ähneln. Das sollte doch eigentlich ein Erreger austricksen, weil wenn der dann rauskommt aus der Zelle, dann sieht er ja ein Blutkörperchen, normales, aber auch die falschen. Und er hat ja kein Gehirn, der denkt nicht, ja, ich will ins Blutkörperchen rein, sondern er bindet einfach daran. Und dann sollte er eigentlich auch an unsere Struktur binden. Und wenn das effizienter ist, dann kann man die vielleicht so blockieren. Das war die Grundidee. Und das haben wir jetzt so geschafft, ja. Die Erreger, hier grün, nähern sich also nicht mehr den echten Blutkörperchen, um die zu befallen, sondern den künstlichen Bläschen. In denen können sie sich nicht mehr vermehren und sterben ab. Doch die Bläschen dürfen nicht größer sein als 0,0002 mm. Also wenn jetzt die Nanostrukturen zu groß sind, wann würde das in einen Organismus spritzen? Dann würde das einfach nicht im Blut zirkulieren. Und das brauchen wir natürlich vor allem für Malaria-Anwendungen. Die Bläschen herstellen, das klappt. Aber Nanoexperte Wolfgang Mayer weiß, dass noch viele offene Fragen zu klären sind. Zerstören will die Vesikel. Wenn man die als Wirkstoff verabreichen möchte, wie stabil sind die, wie lange kann man sie aufheben, bis man sie anwendet und wie lange brauchen die, bis die wieder zerfallen sind, wenn man sie injiziert oder verabreicht als Medikament. Wenn die Laboruntersuchungen fertig sind, stehen Tests in Maus und Mensch auf dem Programm. Auch wenn irgendwas super funktioniert, das dauert einfach Jahre, bis das dann auf den Markt kommt. Aber mit dem muss man leben und ja. Die Hoffnung ist einfach, dass man irgendwas hinkriegt, was bringt. Und dann nimmt man die Zeit auf sich und ja, investiert auch da rein. Ja. Neugierde und Ausdauer könnten also dazu führen, dass es in Zukunft ein neues Mittel gegen Malaria gibt.